Ich glaube, der richtige Weg ist natürlich auf jeden Fall, Hass mit Liebe und Verständnis zu bekämpfen. Es gibt ja jede Menge Hass im Netz und seit einiger Zeit auch jede Menge Hass auf der Straße. Sigmar Gabriel hat die ja vor der Flüchtlingsunterkunft randaliert haben, Pack genannt. Wir Journalisten sind auch sehr versucht, dann von Mob zu schreiben. Ist das eigentlich klug, Hass mit Hass zu beantworten? Nein, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also wenn man einige Personen als Pack beschimpft, weil die andere als Pack beschimpfen, macht man ja denselben Fehler. Insofern wird man dann selber zum Pack. Also das sollte man nicht tun. Und was ist klüger? Ich glaube, der richtige Weg ist natürlich auf jeden Fall, Hass mit Liebe und Verständnis zu bekämpfen. Hass muss man geschickt ausbremsen. Wenn man Hass mit Hass aufstachelt, geht es nur weiter. Hass im Netz ist zwar besser als Hass auf der Straße, aber was wir im Moment natürlich beobachten, ist, dass der Hass im Netz und der Hass auf der Straße anfangen zusammenzuhängen. Und dann wird es problematisch. Aber mit Liebe und Verständnis begegnen, pardon, da lachen die mich doch aus. Natürlich, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, wenn irgendwo ein Flüchtlingsheim angegriffen wird, vielleicht noch Brötchen anbieten oder staatliche Unterstützung, Waffen oder so. Das ist natürlich nicht. Verständnis heißt hier in dem Fall, dass man mit den Leuten versucht zu reden. Damit kann man sie ausbremsen, sofern das irgendwie möglich ist. Und wenn man nicht mehr mit ihnen reden kann, was macht man dann? In dem Fall muss man dann die Staatsgewalt aufbieten. Du bist also ein Optimist und glaubst an die Kraft des Gesprächs? Das ist das Einzige, was wir haben. Also wo das Gespräch scheitert, kann nur noch die Polizei eingreifen.